MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ein herzliches Willkommen hier zurück zu Let's Play SimCity. Diesmal nicht in einem epischen Panorama, aber okay, Moment. Episches Panorama. So, okay, Spaß beiseite. Und ich habe gemerkt, dass sehr viele Leute doch zu Gronkh schauen gehen, sein Let's Play anschauen. Weil irgendwie sind die Klickzahlen von SimCity nach unten gegangen, warum auch immer. Ist ganz interessant, kaum bringt Gronkh ein SimCity-Let's Play raus. Stellen Sie an einem Tag 400 Kisten Prozessoren her. Ein Erfolg. Was möchten Sie denn? Ja, das werden wir noch alles machen. Obwohl, mittlerweile können wir es sogar, glaube ich. Wir haben die Kohle da. Machen wir doch gerne. Könnten es sogar nochmal machen. Nein. Das wäre Blödsinn, würde ich sagen. So, jetzt gerade mal schauen. Wir haben genug Material da, so wie es aussieht. Oder eher nicht. Ich blick da bei den Anzeigen noch nicht ganz durch. Moment. Wir haben die Gierungen da. Ja, ich glaube, wir haben genug da. Täglicher Gewinn wären 75.000. Hört sich auch nicht gerade wenig an. Jetzt kann ich vielleicht das Ding hier bauen. Das wäre nett. Ja, jetzt... Nö, es bleibt einfach nicht da stehen. Okay, cool. Dann soll es halt so bleiben. Mir juckt es jetzt gerade wenig. So, was ist das? Pension Pierre. Direkt an der Autobahn Pension. Das ist immer gut, glaube ich. Ah, da sind ein paar Nissan-Kunden. Bewundert die Technik. Ja, guck mal, wie die abgehen, Mann. Wie geil ist das denn bitte? Wie geil. Fahren die jetzt los, oder was? Nicht? Schade, ich dachte, die fahren jetzt alle los. Ne, es fährt nur einer von allen vier. Die vier bedanken sich und einer fährt nur von den vieren los. Schon irgendwie komisch. Naja, warum auch nicht? Einmal einen Überblick verschaffen. Das will ich nicht mehr machen. Das ist irgendwie zu doof. So, Maxis Man, wo steckst du? Rette alle und mach sie alle glücklich. Ja, wie machen wir das? Ich bin gerade am Überlegen. Moment, gib mir mal eine Minute. Mann. Ich habe eine Idee in meinem Kopf, aber irgendwie... Ja. Soweit, wie ich das sehe, läuft das Ganze ganz gut hier an. Sieht eigentlich danach aus, dass alles ganz okay läuft. Meiner Meinung nach. So, wichtig ist, dass wir als nächstes noch die Bildungsabteilung bauen. Dann können wir nämlich das Gymnasium und die Universität bauen. Dann werden unsere Gebäude wahrscheinlich noch hübscher. Aber das steht noch in den Sternen. Soweit sind wir noch lange Zeit nicht.
So. Gibt es Gebäude, die ich wegmachen kann? Nein, warum auch? Fröhlichkeit anzeigen, bitte. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. So. Doch, mir gefällt diese Stadt echt sehr gut, muss ich sagen. Mittlerweile haben wir auch hier vorne wirklich sehr viele Hochhäuser und es werden immer mehr gebaut. Hier hinten baut gerade noch ein Hochhaus sein Domizil auf. Wahnsinn. Bin schnurstracks begeistert. Was gibt's hier? Achso, das war ja die Feuerwehrwache, die ich hier vorne platziert habe. Damit das ganze Industriegebiet, Wohnviertel davon profitiert. Ich habe nämlich keinen Bock, dass die halbe Gegend hier abfackelt. Es wurde schon lange nichts mehr nachgefragt von wegen, ja, wir möchten ein Fest feiern und so. Lustig, hier wohnen welche an der Autobahn. Die tun mir sowas von leid. Schon irgendwie dann doof gelaufen, oder? Wenn man da wohnt. So, wie sieht's aus mit der Bevölkerung? 28.902 auf Besuch. Keiner. Handelstransaktionsbericht des Monats. Wow. Kriegen wir das denn auch oder kriegen wir das gar nicht? Ich weiß es gar nicht, ob wir die Summe bekommen. Dafür ist das ja da, oder? Die Handelszentrale. Ach, das ist der tägliche Gewinn. Ah, okay. Wow. Da kamen gerade 100.000 rein. Nicht schlecht. Wahnsinn. So. Ich habe vor, die Windkraft abzuschaffen und dafür Solarenergie zu nutzen. Dazu ist ein Problem, was ich sagen muss. Nicht, dass ich keinen Platz dafür hätte. Mein Problem ist, ich muss für die Zeit, wo die Solarenergie anläuft, irgendwie hinbekommen, dass Strom ankommt. Meine Idee wäre jetzt, ich setze das so gesehen hier hin und reiß das alles ab, baue das aber einfach da neu. Ah, da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. Also bis jetzt funktioniert mein Windkraftwerk ja eigentlich ganz gut. Ich kann es halt nur nicht mehr vergrößern. Also das ist das Maximum, was die Windkraft bei mir hier erreicht. Ist nicht wirklich viel, wenn ich überlege, dass hier vorne das nächste Hochhaus steht. Naja. So, Maxis Man, ich glaube... wirklich viel kriegst du ja nicht hin. Ich meine es nicht böse, aber er kriegt ja wirklich nichts hin. Schon eine arme Sau irgendwie, wenn er nichts zu tun hat. Bitteschön. Ich möchte keine Gleisarbeiten hier haben. Was gibt's? Zum Upgraden unserer Zentrale brauchen wir Gelder. Verkaufen Sie Prozessoren im Wert von 1000. Mach ich. Stellen Sie eine Elektrozentrale auf. Achso, das ist das. Ach, Elektronik. Ah, okay. Gut, dafür müssen wir jetzt auf den nächsten Umsatz warten. Sonst kann ich das nicht bauen, leider. Moment, brauchen wir die Elektronikzentrale oder was? Ja. Also das schöne Gebäude hier. Schick sieht's aus. Zack. So, was macht die Elektronikzentrale? Ihr Schild erstmal irgendwo platzieren, wo es hübsch aussieht.
Warum muss ich denn das platzieren, wo irgendwelche Häuser zerstört werden? Ich finde das nie schön, wenn ich ehrlich bin. Na, da passt aber eigentlich gut. Lesen mal ganz kurz, was der gute Mensch da sagt. Die Prozessorenfabrik ist voller idealistischer Nerds mit unglaublichen, aber ohne Geschäftssinn, ohne uns große Geschäftsbonzen als Unterstützung. Ah, okay. Gut. Wir stellen Leute ein. Das ist immer gut. Okay, so langsam checke ich das. Es ist nicht gerade einfach, aber wir werden ja technisch langsam... Wow! Ach nee, Moment, das stand eben schon da. Aber man sieht ja langsam, dass wir riesengroß werden. Großprojekt. Wow. Nicht schlecht, würde ich sagen. Zack, zurück zur Stadt von mir. So. Hier bauen sie auch wieder aus. Das ist gut. 30.000 Anwohner erreicht. Das ist auch gut. Was gibt es? Einen Umschlagsplatz. Was ist das? Achso, das ist das andere Ding, was fehlt, ne? Hier bei, das da. Was bringt das? Schade, das hätte ich gerne da gehabt, aber hier steht alles im Weg. Hier steht alles im Weg. Im Weg, im Weg, im Weg, im Weg, im Weg. Weg, 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 Weg. Bäm, da müssen zwei Häuser weg. Ich sehe es gar nicht erst ein. Ermöglicht das Importieren, Exportieren und Lagern von Waren oder Frachten. Größere Lager verfügen über 10-mal so viel Kapazität wie das Handelsdepot. Bahn- und Frachtverbindungen erlauben außerdem den Im- und Export über die Schienen oder auf dem Wasserweg. Einmal Schilder. Was? Was kostet sowas? 100.000. So, dann ein Versandlager hinzufügen, damit es groß genug ist. Und dann für 100.000 gleich noch den Rest, der fehlt. Wahnsinn. Das ist heftig, ey, was wir hier verbrauchen an Kohle. Ist echt schon krass. Ich guck gerade mal nochmal nach. Kann in der Zeit auch schneller laufen. Das ist mir ein bisschen zu viel hier. Weg. Komm. Das ist mir dann doch ein bisschen zu heftig. Ich gucke gerade mal hier, wie es hier aussieht. Wir sind eindeutig im Wachstum.